Hallo, ich werde euch heute zeigen, wie wir das Mikrofon im FL Studio einbinden. Wie ihr seht, immer wenn ich rede, schlägt er hier auf dem dritten Mixer-Channel aus. Das fängt damit zusammen, dass wir hier oben bei Input das Mikrofon ausgewählt haben. Ich könnte das natürlich jetzt auch auf einem anderen machen. Oder jetzt läuft es über beide. Und damit das auch so funktioniert, damit man hier das Mikrofon einbinden kann, muss man das Ganze über den ASIO-Treiber laufen lassen. Wenn ich jetzt hier oben Optionen und Audio-Settings gehe und dann hier mal schaue, sehen wir, dass hier der ASIO-Treiber aktiv ist. Das können wir hier oben verstellen. Wenn ich jetzt über den primären Soundtreiber das Ganze mache, dann geht mein Mikrofon jetzt aus. Ich kann das ja einmal demonstrieren. Ja, und ab jetzt denke ich, hört ihr mich nicht mehr ganz deutlich. Das hier ist nicht aktiv, also wir können auch nicht auswählen, weil es ein primärer Soundtreiber ist. Wir müssen natürlich den ASIO-Treiber benutzen. Den ASIO-Treiber müssen wir benutzen. Okay, wenn wir nun das Mikrofon auf einen Channel gesetzt haben, hier ist der fünfte, können wir natürlich auch einen Effekt draufsetzen. Ich nehme jetzt mal ein Delay. Okay. Also man kann das schon hören. Das ist oh Gott. Gut. Okay. Ich werde den erstmal wieder ausmachen. Also wir können jetzt das Mikrofon benutzen und wir können auch mit einem Effekt das Mikrofon benutzen. Und jetzt werde ich das Ganze auch aufnehmen. Das machen wir, das können wir sehr gut machen mit dem Edison. Der Edison wird im Mixer reingeladen, als wäre ein Effekt. Aber in Wirklichkeit kann man damit aufnehmen halt. Wenn ich jetzt den Delay ablaufen lasse und dann die Aufnahme tätige, dann macht er das Ganze mit Delay-Effekt. Wenn ich jetzt den Delay ausmache und das jetzt mal ablaufen lasse, dann macht er das Ganze mit Delay-Effekt. Also wie ihr hört, hat er das mit Delay aufgenommen. Jetzt werden wir das Ganze mal ausprobieren, was passiert, wenn man den Delay da drunter setzt. Denn der Delay funktioniert immer noch, aber er dürfte ihn jetzt nicht aufnehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entfernen, okay. Einmal auftesten. So, jetzt die Aufnahme mit Delay, aber vor dem Delay. Und wenn ich jetzt den Edison ablaufen lasse. So, jetzt die Aufnahme mit Delay, aber vor dem Delay. Können wir hören, dass der Delay keine Funktion hatte. Also, wenn der Delay mit aufgenommen werden soll, den Effekt, dann müssen wir den Edison unbedingt drunter setzen. Unter dem Effekt. Ich könnte natürlich auch jeden anderen Effekt reinladen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen krass. So, das wäre jetzt ein... Also man kann aber... Naja, okay. Ist eigentlich ganz einfach, wenn man versteht, wie man das Mikrofon hier oben einblendet. Dieses Mikrofon ist jetzt über mein, das ist ein Headset und das läuft über die interne Soundkarte, aber der Ausgang geht zur externen Soundkarte. Also ich habe hier die Maya 44, die ist da sehr kompatibel mit. Und obwohl das Mikrofon jetzt halt, ich könnte beide Soundkarten nutzen. Und mit dem ASIO-Treiber ist das auch sehr gut zu realisieren. Also Channel auswählen, Mikrofon aussuchen und loslegen. Okay.